zwei vorne und die Wand dahinter. Das üben wir nochmal, lieber Hamburger Sportverein. Das haben wir schon besser gesehen. Also Mannschaftsbilder werden natürlich geschossen. Das wird in ein paar Jahren richtig spannend, denn dann entdecken wir die Jungs, die dann Bundesliga spielen, die dann Erfolge feiern. Wen hatten wir hier schon nicht alles auf der Platte in Lübeck? Weltmeister, Champions League-Sieger. Sie alle haben hier gespielt und gerade deswegen sind diese Fotos eine tolle Erinnerung. So, Spielball liegt bereit. Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Köln. Sind sehr gespannt auf beide Teams. Schiedsrichter Sven Hagemeyer pfeift diese Partie an. 24 Jahre jung. Pfeift für den TuS Oppendorf. Erste Chance und das erste Tor für den HSV. William Brüggemann trifft für die Hamburger zum frühen 1:0. Starkes Spiel über die Bande, der Blick hoch und dann platziert, abgeschlossen. Starke Einzelaktion. Köln und Hamburg, zwei absolute Urgesteine hier auch beim Freeway Cup. Die Kölner mit ihrer 22. Teilnahme, der HSV zum 20. Mal dabei. Stark zurückgelegt hier. Distanzversuch geblockt durch Kölns Jannis Sobkowiak. Der Ballverlust jetzt im Spielaufbau. Stark wiedergeholt, kein Foulspiel. Hendrik Bomas war da für den HSV. Der war starkes Dribbling hier, die Einzelaktion. Technisch stark gelöst. Mehmet Yildirim war das eben. So, nächster Schussversuch durch Brüggemann. So, ein bisschen Platz, Ball rausgelegt. Blockwechsel bei beiden Teams. Acht frische Spieler auf der Platte. Schwacher Ball, da war eigentlich ein Raum geöffnet, überzeugend hergestellt, weil Köln oben mit zwei Spielern zustellte. Und wenn der Torwart mit zugestellt wird, logischerweise bei 4 gegen 4 oder mit Torwart 5 gegen 5, habe ich dann eine Unterzahl und dann kam der Ball nicht ins Zentrum. Da war eine Menge Platz eigentlich für den HSV. Insgesamt sehen wir, wer schon im ersten Spiel eben dabei war, den VfB Stuttgart gesehen hat, dass weniger Struktur, etwas weniger Ablauf
Starke Rücklage jetzt. Speziell die Kölner aber extrem aufmerksam. Beide Teams schon mit viel Körperspannung, viel Intensität. Das ist ja das, was eben Werder Bremen so ein bisschen abging. Zu ihrem Auftakt. Wir haben was gesehen. Köln will den Torwart zustellen. Dadurch ergibt sich dann die Situation. Und dann muss er mit Tempo auf die verbliebenen letzten zwei Spieler zu dribbeln, um dann eben die Überzahl wirklich nutzen zu können. Könnte noch eine Variante im Spielverlauf werden für den HSV. Auf jeden Fall höhere Ballbesitzzeiten, die Hamburger. Führung in den ersten 5 Minuten durchaus verdient. So, nächster Angriff wieder geklärt. Beide Vereine spielen eine ordentliche Saison. Der HSV in der Regionalliga Nord ist so die höchste Spielklasse für U16-Teams. Die U17-Teams spielen in der Bundesliga. Und die U16 dahinter kann dann bis zur Regionalliga spielen. Das ist die Struktur Nord- und Ostdeutschland. Und die Hamburger dort Tabellensechster. Die Kölner in der Mittelrheinliga auf Tabellenplatz 5. 7 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Das ist die U17 von Alemannia Aachen. Also messen sich eben auch in diesen Ligen, genauso wie der HSV auch, mit einigen U17-Teams. In NRW ist da die Ligenstruktur ein wenig anders. Also Kölner kommen kaum in Abschlüsse, kaum in große Offensivaktion. Hamburg sehr, sehr diszipliniert. Ohne selber nach vorne jetzt komplett zu glänzen. Kopfballversuch hier wieder von Brüggemann. Der Ballgewinn, Konter läuft. Sehr auffällig, klasse quergelegt. Und abgeschlossen von Jason Bissi Murrell. Nach Vorlage von William Brüggemann. Nach Ballgewinn. Tempo aufgenommen, Gegenspieler auf sich gezogen. Hier sehen wir es noch. Und dann im genau richtigen Moment den Ball quergelegt. Also Brüggemann sicherlich ganz früh im Turnier einer der auffälligen Akteure hier. Merken wir uns mal für die nächsten Spiele. Klasse, Querpass jetzt. Erste Möglichkeit, so richtig für die Kölner und gleich genutzt durch Janis Sobkowiak. Und dann kommt das Trümmelschild zum ersten Mal in Lübbecke hier. Über die Lautsprecher. Schön vollendet hier. 1:2 Anschluss. Also, Partie bleibt offen, Partie bleibt spannend. Ball gut verarbeitet durch Boran Bayrak.
3 Minuten noch auf der Uhr. Knappe Führung für die Hamburger. Beide Teams aber relativ einfallslos, was Abläufe angeht. Handspiel jetzt gepfiffen. Thierry Cardenis ja, da sind die Schiedsrichter im Sinne der Mannschaften deutlich entgegengekommen. Streng genommen wäre die 4-Sekunden-Regel ab Freistoßpfiff. Sie lassen die Blockwechsel aber zu, um hier nicht für unnötig Stress zu sorgen. Und ist auch im Sinne des Fußballs, im Sinne des Sports. Die Amateure können ein Lied von singen, da wird das etwas anders gehandhabt. Ja, Ball liegt bereit und dann gehen die 4 Sekunden los. Freistoß für die Hamburger. Ja, Einzelaktion, Abschluss. Wenig Spielfreude, wenig Spielzüge. So, wieder geklärt. 1,5 Minuten noch. So, nächste Aktion, die Chance zum Ausgleich. Thierry Cardenis bekommt den Freistoß. Und das nächste Torwart-Tor. Ben Hallenby. Da war Hamburg nicht aufmerksam. Ausgleich 2-2. Oh, simpel gemacht, wenig Druck auf den freien Spieler. Unnötiges Gegentor für die Hamburger. Damit die Kölner zurückgekommen nach 0-2 Rückstand. Auf 2-2. Gleich kommt dann nach diesem Spiel der erste Auftritt der Mühlenkreisauswahl gegen den FSV Mainz 05. Das wird dann das erste emotionale Stimmungshighlight hier auch in der Halle. So, gibt es hier noch einen Sieger? Gibt es noch einen Lucky Punch? Wieder Freistoß für den Hamburger Sportverein. Aufbau läuft. Wieder ein tiefer Ball, wieder keine Gefahr. Ja, Sie sehen es, es ist viel Stückwerk. Immer wieder die Ballwechsel, wenig Struktur, wenig Zug auch zum Tor. Aber was nicht ist, kann noch werden. Es ist das allererste Spiel. Die Jungs haben alle eine Anreise hinter sich. Es ist das Reinschnuppern, das Beschnuppern ins Turnier. So, 6 Sekunden auf der Uhr, nochmal ein Angriff. Kommt der Abpraller nochmal zu Köln. Ball zurückgelegt. Das wird nichts mehr. 2-2 unentschieden.